willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es ist Ende des Monats und natürlich auch aufgebraucht. Ich muss erstmal mein Handy hier ausmachen, sonst fotografiert mich nämlich ständig. Ja, es ist aufgebraucht Zeit. Ihr seht es da hinten. Wer kann es gebrauchen? Aufgebraucht und aussortiert. Natürlich sind da wieder 5 Dinge drin, die ich aussortiert habe und die vielleicht euch Spaß bringen. Am Ende mehr davon. So, und hier habe ich wieder meinen großen Sack stehen. Es ist allerhand zusammengekommen und ich zeige euch jetzt mal, was ich so aufgebraucht habe, was ich davon halte. Und ja, genau. So sieht das aus, wie jeden Monat halt. So, es ist wirklich viel, viel leer gegangen. Aber wie jeden Monat, ne? Man sollte meinen, wir haben 20 Leute hier wohnen. Nein, haben wir nicht. Es sind nur 3 und 3 Katzen. Ich mache mal ein bisschen weiter weg. So, ich glaube, so sieht man das alles besser. Genau. Softlan. Egal. Softlan Ultra Vanille und Orchidee für 59 Waschladungen. Ich weiß jetzt immer nicht, ob das so stimmt. Obwohl, ich habe noch nie mitgerechnet. Also 30 Tage anhaltende Frische. Softlan Ultra ist halt leer gegangen. Gut, mit den großen Dingern kommst du halt auch länger aus. Ne? Und ich fand den Duft Vanille und Orchidee echt super. Ja, das ist geil. Das ist geil. Also das ist so ein Duft, der mir unheimlich gut gefällt. Diese warmen Düfte. Ja. Aber der gefällt mir auch sehr gut. Also Vanille ist auch wirklich schön vom Duft her. Das zieht immer so dann vom Balkon ins Wohnzimmer. Also das finde ich sehr schön. Aromatherapie, traumhafte Lotusblüte. Das reicht jetzt für 32 Wäsche, ne? Mit ätherischen Ölen. Ist aber auch wirklich ein ganz, ganz toller Geruch. Also, ja. Ich benutze gerne Weichspüler, weil wir haben auch so kalkhaltiges Wasser und sonst hast du nämlich, kannst du dir mit deinen Handtüchern nicht das Gesicht abwaschen, abtrocknen. Dann hast du Peeling. Ja, Toilettenhängeding. Muss ich wieder was Neues mitbringen, ne? Weil ich habe es ja verbraucht. Besser gesagt, ich habe den letzten reingehängt. Blauspüler Lemon. Hole ich immer diese Blauspüler von Denk mit. Einmal in Lemon, einmal in Rosa. Ja, ich finde, die riechen auch gut und die riechen auch nicht so nach Klo. Ich verstehe das. Das ist ein Geruch nach Klo, ne? Wenn ihr irgendwo reinkommt, riecht nach Klo. Dann hast du schon den Kaffee auf. Ja, Glasreinigerkonzentrat. Genau, solange die Pulle noch heile ist, hole ich dann immer dieses Konzentrat. Ich habe mal das andere ausprobiert, von wegen sie Umwelt oder diese Tabs. Nein. Funktioniert nicht. Also funktioniert bei mir nicht. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür. Ich weiß es nicht. Aber funktioniert nicht. Weder Spülmittel, noch Glasreiniger, noch Badreiniger. Da kann ich auch Wasser drauf sprühen. Da habe ich nämlich genau dieselbe Wirkung. Und das ist beim Spülen ein bisschen blöd. Ja, ich habe keine Spülmaschine, ich spüle mit der Hand. So, ich habe auch mal vom Locuspapier was reingetan, also Klopapier. Ich hatte nämlich mal was geholt von Rossmann Alouette. Ich fand das so süß, Leute. Und das war gar nicht teuer. Ich glaube, günstiger. Ja gut, da sind jetzt auch nur 6 Rollen drin, deswegen auch günstiger. 200 Blatt und guck mal hier. Mit so einem Zoo. Ja. Ich fand das niedlich. Opferwandtoilettenpapier. Einmal Spüli ist leer gegangen. Ja, das habe ich auch mal beim Rossmann mitgenommen. Dieses Domol. Ich nehme ja immer gerne diese Literflasche mit. 2 in 1. Starke Fettlösekraft. Schon empfindliche Haut. Ja, fand ich echt gut. Aloe Vera, der Duft war gut. Hat gut funktioniert. Danke dafür. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Seife ist leer gegangen. Die wir haben ja nicht mehr dieses ist kaputt gegangen. Ja, da kommt dann ab und an dann doch mal Wasser unten rein, ne? Und dann hast du die Batterien und dann ist das irgendwann in den Fritten. Ich wollte aber auf jeden Fall mal ein neues holen. Aber im Moment fixen mich die hier wieder so ein bisschen an. Diese ja ganz normalen Seifen halt in der Verpackung. Ich finde die schön. Tropical Vibes Handseife wäre ein erfrischender Duft nach Wassermelone. Der war richtig, richtig schön. Und der hat auch schon dieses neue Logo da drauf. Ja, also gefällt mir oder gefiel uns richtig gut, auch vom Duft her. Ist eine Handseife, meine Güte. Ja, die habe ich zweimal mitgenommen gehabt. Ariel All-in-One Pots. Jo. Limitiertes Testangebot, sind so 10 Stück drin. Ich tue meistens immer, weil ich wirklich meine Maschine voll habe. Dann auch 2 Pots, die riechen gut. 2 Pots mit rein. Und gut ist, ich hatte aber auch im Moment noch Feinwaschmittel unten. Das konnte ich auch noch gebrauchen. Ja. Wenn so eine Tester da sind, dann nehme ich immer gerne mit von Ariel oder Persil oder so. Aber sonst sind mir die immer zu teuer.
So, leer gegangen. Einmal Topschwämme Profissimo. Ich glaube, das sind die günstigsten für 75 Cent. Die brauche ich halt immer in der Küche, die brauche ich aber auch für die Badewanne. Aber da bin ich echt langsam am Verzweifeln, weil ich kriege die nicht mehr sauber. Das Ganze knicken, da muss der Experte vielleicht nochmal dran. Aber ich glaube, auch der ist an seine Grenzen jetzt, um die sauber zu machen. Wir brauchen einfach mal eine neue Badewanne. Aber das sagt man, dann kannst du sofort wieder mehr Miete bezahlen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, einmal meine Slip-Einlagen. Wie jeden Monat übrigens habe ich jetzt mal meine Periode bekommen. Das ist so ein geiles Thema hier. Ja, ich habe ja gedacht, ich wäre eine Wechseljahre. Oh gut, das heißt ja nichts. Aber ich habe sie jetzt mal bekommen. Oh wow. Ja, ich habe ja meine Pille. Ich nehme ja die Pille nicht mehr. Nein, nicht, weil ich ein Kind haben möchte, sondern weil wir wissen ja ganz genau, die Pille, Östrogen, blablabla, blablabla. Seitdem habe ich auch nicht mehr so Haarausfall und ich habe festeres Haar und irgendwie geht es mir auch besser. Deswegen, ja. Lass ich die weg. Das tun wir mal hier hin, das ist aussortiert. Aufgebraucht, noch darf. Darf neu. Nee, neu darf. Ach, Leute, ich habe gehört oder gesehen jetzt sogar, es gibt, glaube ich, wieder mal Campus-Tüten, ne? Was sagt der Experte? Campus-Tüten. Es müsste wieder bald Campus-Tüten geben. Ja. Das war mal dank Aufkleber in einer ein Trashy. Da nehme ich mir halt immer so Deos mit raus. Monique benutzt die. Ich nutze die hier im YouTube-Zimmer oder auch mal im Schlafzimmer, wenn da noch so ein bisschen drin ist zum Sprühen. Ja, Summer Breeze war eine schöne, war ein schöner Duft. Hat auch funktioniert. Passt. Ja, das habe ich mir mal durch rausgenommen. Ich hatte meine ganzen Proben, die ich so habe, ich mache am Ende eine Probenverlosung am Ende des Jahres, hatte ich mir mal so durchgeguckt und da habe ich mich für interessiert, mir die mal rauszunehmen. Von Philip Kingsley Elasticizer Deep Conditioner. Deep Conditioner. Ja, fand ich so... Lala, wenn du nämlich nicht aufpasst und du das zu wenig ausspülst. Also am besten nicht am Ansatz machen, sondern in den Spitzen. Weil wenn du das am Ansatz machst und du spülst es nicht richtig aus, dann hast du so was von, denkst, das sieht aus wie ein Fettansatz. Das ist eklig. Das ist nicht schön. Also am besten immer nur in die Spitzen. Ich habe das sonst eigentlich bei den anderen nicht so. Also hier war das extrem. Naja. Okay. So, dann einmal Zahnbürsten. Jo, das ist, wenn wir wegfahren für ein paar Tage in Urlaub, nehme ich dann halt immer diese Zahnbürsten mit und ich meine elektrische. Allerdings ist es irgendwie immer ein Fehler, ne? Ich kriege dann immer Zahnfleischbluten. Bei meiner elektrischen habe ich das nicht, eine Schallzahnbürste. Aber hier, schon wieder. Einmal Mittel, aber... Also trotzdem wahrscheinlich wieder. Isana Hydrogel Augenpads, Dreamy Sky. Ja, die fand ich ganz gut. Das waren diese Wölkchen, die ich mir mal unter das Auge gebappt habe. War eine schöne Pflege, schöner Geruch, tat ganz gut. Ja, kannst du eigentlich nicht meckern bei diesen Augenpads. Einmal TTZ, fester Sinne, deine Kuschelzeit, ein winterliches Pflegebad. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch mal wieder geholt. Das war auf so einem Wühltisch mitunter. Für 40, 50 Cent, ne? Da nehme ich das mit. Ist ja bald wieder Weihnachten. So, das kommt auch zur Seite, weil das ist Maske. Ja, eine Bodylotion habe ich jetzt auch mal leer gemacht. Von Bubble Tea Bodylotion Coconut. Die fand ich recht gut. Die war nicht so aufdringlich vom Kokosgeruch her. Ja, ich mag ja Kokos und Vanille. Also, das mag ich schon vom Geruch her. Ich fand die aber sehr leicht. Die ist gut eingezogen und blieb dann halt nicht fettend irgendwie auf der Haut. Sondern hat da gut funktioniert in... So an den richtig warmen, heißen Tagen, wo ich dachte, oh, jetzt ein Creme, Halleluja. Aber da war die ganz gut. Jo, die muss ich auch wieder kaufen, muss ich auf den Einkaufszettel schreiben. Credo Hornhaut Safety Cling. Anders kriege ich meine Hornhaut an den Füßen nicht weg oder bei den Experten. Ja, es ist lecker, ne? Ja, es ist lecker. Ja, willkommen im wahren Leben, ne? Muss ich wiederholen. Das ist das Einzige, was bei mir was bringt, ey. So, dann muss ich das auch... Ich muss aufschreiben, Leute. Ich muss aufschreiben. Bevor ich das wieder vergesse, ich habe ja hier mein Büchlein liegen, ne? Das war Hornhautraspeller.
Was habe ich noch geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich muss die mitbringen wieder. Ja, Mundspülung ist leer gegangen. Prokudent. Ach so, die war mal vom Rossmann. Mundspülung. Zahn und Zahnfleisch schützt vor Zahnfleischentzündung, pflegt das Zahnfleisch. Jo. Mundspülung. Müssen wir mitbringen. Die war gut. Ja. Die war gut. Ah, Toilettenhängeding. Siehst du, weißt du Bescheid? Toilettenhängeding. Muss ich jetzt immer so machen, dann weiß ich wenigstens, was ich kaufen muss. So, ich habe mal ein festes Shampoo getestet von Wachschätze von Garnier. Extrem ergiebig, das stimmt. Ich habe nämlich noch ein bisschen was in einer so in einer Seifenschale drin, die man zumachen kann. Allerdings habe ich so ein kleines Problem, das ist weich geworden. Aber ich wasche trotzdem noch meine Haare mit. Ne? So, der letzte Rest ist so ein bisschen halt weich geworden. Kokosnuss Bio Aloe Vera für normales Haar. Ich fand das sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich benutze das nicht jeden Tag. Vom Geruch her war das richtig toll, aber ich benutze es nicht jeden Tag. Einmal die Woche bis zweimal die Woche vielleicht. Aber das hat meine Haare richtig gut getan. Sollte man nicht meinen, aber ist so. Und kann ich nur weiterempfehlen. So, Lernegang ist auch hier, ne? Floralis Super Soft Taschentücherbox, vierlagig 100 Stück. Das war jetzt vom Lidl. Ja, das Shampoo fand ich auch recht gut. Das hatte ich mir, glaube ich, auch mal aus dem Trashy rausgenommen. Das ist, glaube ich, so Friseurbedarf. Moroccanöl. Hydrating Shampoo. Ja, fand ich richtig gut. Hat mein Haar gut getan. Die haben es mir gedankt. Thank you very much. So. Das ist auch Lehrgang. Schauma 7 Blütenöl Reparaturshampoo. Ja, ich bin so ein kleiner Schauma-Fan geworden, muss ich echt sagen. Finde ich gut. Auch vom Geruch her fand ich das gut. Passt so aber in den Sommer vom Geruch her. Ne? Also im Winter mag ich auch etwas die schwereren Düfte. Im Sommer diese hier sehr, sehr gut. Dann ja, Anti-Schuppen-Shampoo von Monique. Die benutzt das Balea. Ist dann auch wieder mehr gegangen mit Nana-Minz-Duft. Ja, was heißt das? Und Kopfhaut-Balance-Effekt. Also funktioniert sehr gut, aber immer bitte im Wechsel benutzen. Anti-Schuppen-Shampoos. Ja, das ist jetzt auch mal leer gegangen, dieser Brocken hier. Organic Hair Care Shine Hyaluron Shampoo. Ich weiß noch, als ich jetzt so die ersten Male das probiert habe, da war mein Haar doch richtig. Wow! Fand das richtig toll. Das ist dann auch mal, wenn das Haar. Der Geruch ist spitze, aber wenn das Haar sich dann dran gewöhnt hat, dann ja, empfinde ich das quasi dann als normal. Aber 500 Milliliter ist auch eine Nummer. Ne? Sowas hast du dann mal in der M.A.-Sang Wundertüte. Ja, also ich fand es sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Dann ist leer gegangen ein Parfum und zwar das Nihan La Seduction. La Seduction. Auch ein toller Geruch, so richtig so nach Frau, finde ich, so nach etwas schwerer. Ich mag ja diese etwas schwereren Düfte. Toller Duft. Das ist jetzt auch endlich mal leer gegangen. Estee Lauder Perfectly Clean Multi Action, ein Cleanser. Damit habe ich mir mein Make-up abgenommen. Also ich habe das immer in der Dusche stehen und mache mir damit mein Make-up ab. Ich muss dazu sagen, es war sehr ergiebig, sind 150 Milliliter, ne? Sehr ergiebig, habe ich jetzt, glaube ich, über ein Jahr dran rumgeoxt. Aber die Haut wird danach unheimlich stumpf. Ja, also danach musst du nochmal mit irgendwas anderem drüber gehen. Am besten so dieses Ölgemisch, Micellen, Wasser, wie auch immer. Aber das ist dann sehr trocken. Also über nochmal würde ich mich jetzt auch nicht freuen. Also ich habe es leer gemacht, aber nochmal muss ich es jetzt auch nicht haben. Ja, das ist leer gegangen. Das muss ich mir nochmal nachholen. Ich fand es mega geil. Das habe ich David geschenkt und habe es, glaube ich, am meisten gebraucht. Bilou Funky Cola. Oh, ich liebe Bilou. Ich liebe Bilou Duschschäume. Die sind der absolute Mega-Knaller. Ja.
Ist geil. Und Cola ist auch geil gewesen. So, dann ist noch leer gegangen, hatte ich auch einmal Klopapier. Sanft und sicher, das ist dann hier die Limited Edition von DM. Da hast du dann 8 Rollen drin, ja. Ah, 180 Blatt. Dann einmal Denk mit Anti-Kalk-Tabs. Ja, die reichen erstmal eine Zeit lang, ne? So ein Bottich. Wie viel sind da drin? 60 Stück. Ja, reicht dann für 60 Wäsche. Ne? Da kommst du schon einige Zeit mit hin. Kommst du länger mit hin, als wenn du dann das Flüssige holst. Ne? Aber Anti-Kalk brauchen wir hier immer. Geht die Maschine eher mal in den Fritten. So. Ja. Warum habe ich Essigessenz hier drin? Ja, weil ich das fast jeden Tag benutze. Ey. Egal, ob zum Reinigen vom Wasserkocher oder von der den Duschkopf oder irgendwie sowas. Ohne Echig, Essig. Ohne Echig? Ohne Essig. Mein Gott. Ohne Essigessenz, ohne Milch. Ja, geht nicht anders. Muss hier immer sein im Haushalt. Einmal Jessa, Binden sind auch leer gegangen. Die mit den Flügeln. Oh, das ist leider leer gegangen. Ich muss das unbedingt nachbestellen. Das ist so geil. Oh, ich will das halt zeigen. Just Spices, weil es halt so ein typisches Influencer-Gedöns ist. Aber das ist Hähnchengewürz, ne, von Just Spices. Das ist richtig geil. Deswegen muss ich das mal nachbestellen. Ja, und so nach und nach gehen uns, oder verbrauchen wir das jetzt auch mal alles. Ich habe nämlich gesehen, das wäre geil gewesen, wenn das in der Campus-Tüte wäre. Aber da soll wohl das Avocado-Topping drin sein. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber... Ja, cool. Das Meckern auf hohem Niveau. Haha, wer hat es schon vermisst? Ich. Schmutzradierer, natürlich. Geht immer mindestens einmal leer hier. Dann hat David jetzt gerade diese die Seife im Gebrauch. Die Schafmilchseife mit Lavendelblüten. Mit Schafmilch, Lanolin und pflanzlichen Ölen. Ja, da hat er mir auch schon mal den Rücken mitgewaschen. Das mögen wir. Wir mögen diese Stückchen in den Seifen. Das ist so richtig schönes, geiles Peeling. Und richtig toll. Also, ja. Und pst, ich habe schon eine Seife gefunden. Für ihn im Adventskalender. Ich will ja für meine Arbeitskollegen einen Adventskalender machen auf der Arbeit. Also für meine Kollegen im Lager. Und da habe ich schon ein Stück Seife gefunden. Mit Stückchen. Pst. TTZ, fester Sinne, Wintermärchen. Ja, ist auch leer gegangen. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Wir buddeln noch weiter. Oh. Ja, die sind auch leer gegangen. Die Reinigungstücher 5 in 1 Balea Happy Melody. Ich hole mir ja gerne diese Limited Editions, um die hier bei mir auf dem Tisch zu haben. Für meine Swatches. Und die habe ich mir, glaube ich, 2-3 Mal geholt. Die fand ich recht gut, auch vom Geruch her. Da waren 25 Reinigungstücher drin. Sind da jetzt auch 25? Hier sind auch 25 drin, die neuen, die ich hier liegen habe. Ja. Und ach, da ist das zweite Paket, was ich geholt habe. Das hatten sie halt beim Lidl im Angebot. Deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Auch diese Pots. Ja. Und Gott sei Dank meine Pappe, ne? Oh. Was haben wir hier? Masken. Und nochmal. Alter, was haben wir im Verschleiß an Klopapier? Nochmal Klopapier von dem. Ist einem gar nicht bewusst, ne? Es ist einem gar nicht bewusst, wie viel man eigentlich verbraucht, wenn man seine Sachen nicht aufbewahrt. Anscheinend Klopapier. Ja, Halleluja. So, dann ist leer gegangen. Balea Beauty Effect. Die Lifting-Kur habe ich mal leer gemacht. Ich habe die jetzt nicht 7 Tage hintereinander genommen, aber so ab und an. Und ich fand die recht schön, weil die hat genauso schön geschäumt wie die von Nivea. Ja, die war toll auch. Mhm. Hatte ich, glaube ich, mal in der Box drin. Und ja, also Ampullen gehen doch immer, oder? Denkt dran, ich verlose dann einen Ampullen-Adventskalender. Mhm. Das wird was. Ja, das Parfum ist auch leer gegangen, leider. Eau de Toilette Parfum Inferma. Ja, das... Ach, mega. Das riecht so mega, ne? Ah, das hat David mir mal geschenkt. Oh, das ist jetzt leer. Ja. Das kriegt man auch nicht über. Das kriegt man in speziellen Geschäften. Kann ich dazu nur sagen. In Erotik-Shops. Ja, ist so. Ja.
kriegt man schon mal so was geschenkt. Was denn? So, Zahnbürste. Ach, Zahnbürste, Zahnpasta. Ja, ich habe jetzt mich gewundert, warum David seine Zahnpasta nie leer geht und meine so schnell, weil er immer an meine geht. Ich habe gesagt, hallo, das ist meine. Ja, aber die ist so gut. Okay, da darfst du auch mit benutzen. Die Sensodyne Sanftweiß für empfindliche Zähne. Kann ich nur empfehlen. Dann, die ist auch gut gewesen, die Cien Repair Haarmaske, Intensiv Repair. Jo, ich fand die gut. Ist die Eigenmarke vom Lidl. Roch gut, hat gut gepflegt. Toller Tiegel hier, 300 ml, kannst nichts verkehrt machen. Gibt es auch in verschiedenen Sorten. Ja, den habe ich im Moment, den hatte ich mit dem Gebrauch im Urlaub, den aber jetzt wieder weggestellt. Be Natural Beeswax Lippenbalm Pomegranate. Ja, und wenn ich einen brauche für die Arbeit oder David, nehmen wir den halt, ne? Dann Badekristalle Muskelentspannung von Kneipp. Ja, da sind wir immer froh, wenn wir sowas auch zu Hause haben. Bei der Arbeit, die wir haben da im Lager, hat man dann auch schon mal ein Kreuz. Ist so. Ich nehme jetzt mal eben alles hier raus, ja? Seid ihr noch da? Ja. Na klar. So. Aussortiert habe ich nämlich auch schon wieder was. So. Ja. Aufgebraucht habe ich auch. Ich habe ein Lippenöl aufgebraucht. Das fand ich richtig toll. Von Lotti London Öl Slick. Das hatte ich immer im Badezimmer stehen. Das habe ich morgens benutzt. Das habe ich abends benutzt. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja. Dann ist leer gegangen Parfümöl Vanille. Ja, wie gesagt, das habe ich ja immer bei uns im Flur stehen, wo die Katzenklos stehen, ne? Ja. Nicht direkt daneben, ein bisschen weiter entfernt. Ne? Die haben ja immer so empfindliche Nasen, aber da hat sich bis jetzt noch keiner beschwert. Und das ist der Doppen von meinem Parfum. Leer gegangen habe, oder ich habe auch leer gemacht, Kneipp Badeessenz, Zeit für Zweisamkeit, schwarzer Nachtjasmin. Ich finde die eigentlich schön und habe mir mal überlegt, warum man sich nicht den von Kneipp holt, den Adventskalender. Weil ich habe, war das der von Kneipp, den ich gesehen habe bei Like a Daisy im Spring von der lieben Sarah Isabel. Ich finde die ja süß, ne? Ah, mal ganz, ganz liebe Grüße gesendet dir, falls du das siehst. Ich finde dich total zucker. Ich finde dich so süß. Ja, die gucke ich im Moment abends und Claudi immer mit ihren Adventskalender-Unboxings und auch Schminkies und so. Und die beiden machen mich im Moment total glücklich abends. Ich weiß auch nicht. Was war das? Ja, ich finde euch beiden. Ihr seid beide Zuckerschnecken. Aber ich weiß jetzt nicht, war der das von Kneipp? Oder irgendeiner hat mich da so ein bisschen angefixt. Muss ich nochmal gucken. So, leer gegangen ist auch Betty Barclay Pure Skin Sun. War auch ein schönes Parfum. Und hat so eine Mischung von etwas schwerer, etwas frischer. Fand ich sehr gut. Eine Handcreme ist auch leer gegangen. Ja, ihr wundert euch, ne? Ich mache jetzt immer jeden Monat, glaube ich, mindestens eine leer. Weil ich habe die immer auf dem Wohnzimmertisch stehen, nämlich auch für meine Füße. Von Ecos. Die fand ich sehr gut. Die war sehr reichhaltig. Schöner Geruch. Ist aber auch gut eingezogen. Dann noch Badekristalle Tiefenentspannung. Ist auch leer gegangen. Ja, hier wird viel gebadet. Auch im Sommer. TT-Sept Meeressalz Rücken und Schulter. Manchmal hilft nämlich nur noch ein heißes Bad, ne? Dann einmal, also diese Parfümöle von Müller, die kann ich euch nur empfehlen. Die sind einfach toll. Da musst du aber gucken, dass du nicht so viele Tropfen nimmst. Die sind doch sehr intensiv. Aber Pfirsich fand ich recht toll. Und Wildkirsche fand ich auch recht gut. Ja, ich habe mir jetzt da noch zwei mitgenommen. Die waren runtergesetzt. Müsst ihr mal immer gucken. Und dieser, ja, das riecht toll. Da gibt es, da haben sie immer viel runtergesetzt. Einfach mal gucken. Da macht man immer ein Schnäppchen. Ja, leer gegangen ist auch M-Asam Kollagen Lift, ein Serum, was ich halt benutzt habe im Badezimmer, morgens und abends. Das fand ich richtig gut. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Und von dieser mit 20 ml reicht da auch manchmal, ne? Ja, naturreines ätherisches Öl, fruchtige Minze, ist auch leer gegangen von Profissimo. Bei mir riecht es immer gut. Das war's. So, jetzt kommen wir zu den Masken.
Ich habe einmal die Kamelmaske hier benutzt. Das ist einmal diese hier. Sehr schön, kühlend, tolles Serum. Ist eine Actionmaske. Dann davon war ich sehr überrascht. Die Isana Ceramid Tuchmaske mit Hyaluron und Shea Butter. Mega stark, tolle Maske. War am ersten Tag. Retinol Tuchmaske hier von Schebens. Es ging. Also es ging super weiter. Retinol sei Dank. Also war gut. Ja, dann haben wir die hier noch. Die Miau. Ja, super Maske. Da kannst du nichts sagen. Das ist die von Action. Geiles Zeug. Und dann die Garnier Skin Active Hydra Bomb. Ja, ist der Hit in Tüten, ne? Sozusagen. In wirklichen Tüten. Also da ist einfach eine tolle Maske. So, ich habe auch aussortiert. Oh, mir ist meine Sonnenbrille kaputt gegangen. Ja, ich habe gedacht, okay, da ist vielleicht nur das Glas raus. Das kannst du wieder reinmachen. Ist gebrochen. Eine schöne Sonnenbrille. Die hatte ich, glaube ich, mal in der My Little Box. Ich hatte ja noch wieder eine bekommen in der My Little Box. Gott sei Dank, dass immer einer im Jahr da drin ist. Schade, ich habe die mal gerne aufgehabt. Ich habe wohl irgendwas in der Tasche mal reingetan, was zu schwer war. Ja, Wiedersehen. Aussortiert habe ich auch noch den SpongeBob hier von Luvia, von Maxim. A, wird der nicht mehr, ändert der nicht mehr seine Farbe. Ich glaube, dann sollte man den nochmal wegtun. Und da, guck mal da, der ist nicht mehr schön. Der ist geliebt worden, oft gebraucht worden und kommt jetzt mal weg. Ja, den Manhattan Insta-Kontur und Concealer habe ich auch weggetan, weil ich den nicht weitergeben wollte, weil ich den halt gebraucht habe ohne Ende, ne? So Pinsel, das ist dann, hygienisch ist das auch nicht mehr so toll. Deswegen kommt der weg. Und Altera Naturkosmetik Wimpernstärkungsserum. Ja, habe ich jetzt einfach schon zu lange stehen gehabt, offen. Und deswegen muss es leider aussortiert werden. Und der Max & More Lip & Cheek Balm. Den hatte ich, glaube ich, im Adventskalender. Warum ist der eigentlich da drin? Ach, irgendwas war da doch. Irgendwas war damit. Der hatte, glaube ich, meine Lippen ausgetrocknet ohne Ende. Und, ach ja, genau. Und hat sich dann so krisselig auf den Lippen angefühlt. Genau, das war das. Das war nicht schön. Nein, das war nicht schön, deswegen muss er mich verlassen. Jo, das war's. Das war's und jetzt kommen wir hier zur, ja, wer kann es gebrauchen? Da habe ich wieder 5 Dinge für euch drin, die halt bei mir nicht funktioniert haben, die mir zu dunkel, zu hell, zu grün, zu blau waren. So, und wir fangen an hiermit. Das ist die Essence All About Matte Öl Free ein Make-up. Das hatte ich in den, ich glaube in der Amazon Restpostenbox. Das ist 50 Matt Karamell. Guckt mal, wie dunkel das ist. So dunkel, wie der Punkt ist. Entweder, also das passt wirklich nur jemand, der wirklich auch so dunkel ist, oder nimmt es dann halt als Bronzer. Aber ich kann das weder so noch so, ne? Ihr seht das hier? Das geht nicht. Also falls da irgendeiner Interesse hat, das vielleicht auch als Bronzer nehmen will, einfach melden. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Da kann auch rein. Ich habe hier einen Single Lid Schatten von Max & More, einen Eyeshadow 287 Gold All Out. Den habe ich einmal geswatcht gehabt, als ich den Adventskalender ausgepackt habe. Aber ich benutze ja auch wirklich keine Monos, deswegen wird der ja, an jemanden von euch weitergehen. So ist die Farbe. Ein bisschen hier drehen. Ja. Dann haben wir einen Highlighter. Love von Lovely, einen Gold-Highlighter. Ja, das ist, nein. Das ist mir einfach, der ist mir zu gold. Der ist mir wirklich zu gold, oft genug auch mal ausprobiert, aber nein, hat eine schöne Prägung drin. Einfach zu gold der Highlighter, deswegen wird er ein schönes neues Zuhause bei jemandem finden. Und ja, ich habe sogar 2 Paletten wieder hier drin. Eine kleine Palette und zwar diese hier von Catrice, Limited Edition Advent Beauty Gift Shop. Ja, ich habe diese Farben halt unendlich in anderen Paletten drin und deswegen wird die mal weiter wandern. Ich habe die auch ausprobiert. Die funktioniert sehr gut auf dem Auge. Ihr habt auch eine Setting-Farbe dabei, ne? Schöne Schimmerton. Tönchen, 2 Stück. Und da lässt sich einen schönen Look mit schminken. So. So ähnlich sind die Farben in der nächsten Palette. Die ist nämlich von Revolution. Die hatte ich mal im Adventskalender, glaube ich. Aber, wie gesagt, ich habe diese Farben überall. Und, ja. Schön sind die Farben.
total. Also ich glaube, die Palette schreibt auch viele, viele Namen. Das ist die Revolution Reloaded You Are a Winner Palette. Und ja, falls ihr daran Interesse habt, schreibt es mir einfach unten rein. Entweder Catrice Palette oder Revolution Palette. Und damit sind wir fertig. Tata! Mit den Nerven. Jetzt kann ich wieder von neu anfangen zu sammeln. Ja, das war mein aufgebraucht und aussortiert Werkhandlungsgebrauch für den Monat September. Leute, wir haben Oktober, du bist bekloppt. Und ich habe pünktlich meine Steuer abgegeben. Ich habe dieses Jahr echt geschnarcht und habe das echt schleifen lassen und bis zum letzten Tag. Ich weiß auch nicht, ich habe den Dreh nicht gekriegt. Aber jetzt ist sie abgegeben. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ne? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt gesund. Dicken Knutscher und ne, wenn ihr Interesse habt, schreibt es ins Kommentar. Schreibt es in die Kommentare. Macht es gut, bis dahin. Ciao.